Hallihallo und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zu Pokémon Schild. Ein Let's Play der etwas anderen Art, denn ich werde dieses Spiel ausschließlich streamen auf Twitch. In der Beschreibung habt ihr einen Link. Ich versuche es Montag bis Freitag immer um 19 Uhr zu schaffen. Dann werden wir eine Stunde ungefähr zocken und ich packe euch einfach immer ein paar Parts hier mit auf YouTube hoch zum Nachgucken. Also groß dran rumgeschnippelt habe ich da nicht. Das ist alles live, auch mit dem Chat. Da wird es auch bei den nächsten Folgen, nicht bei den ersten jetzt hier, da habe ich es noch verpennt, wird es auch einen extra Rahmen geben, damit man den Twitch-Chat auch ein bisschen nebenher mit lesen kann. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video positiv bewertet und jetzt viel Spaß bei Pokémon Schild. Pokémon erhalten für gewonnene Kämpfe Erfahrungspunkte und werden so stärker. Ein anderer Weg, um an Erfahrungspunkte zu bekommen, Pokémon fangen. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Ist das ein... War das ein Rotom? Hui? Hui? Wir lassen mal Mauzi vorn dran. Nee, was ist denn das? Was ist das? Kamehamehaps! Okay. Was bist denn du für ein Ding? Da hauen wir mal richtig drauf. Wahrscheinlich ein Wasser-Pokémon. Oder ein Boden-Pokémon. Irgendwie. Also es ist halt eine Art Schildkröte mit einem riesen Kopf. Keine Ahnung, was das für einen Nacken haben muss. Damit der Kopf nicht abfällt und immer wieder auf den Boden klatscht. Es ist ein Wasser-Pokémon. Ich hab's doch geahnt. Kleptifuchs erinnert mich an Tom Nook. Ja, stimmt. Ein bisschen, ja. Besser als bei Shellum mit ihrem Resting-Bitch-Face. Oh boy, Alter. Genauso fängt mein Pokémon. Giga hat's verstanden. Klar weiß ich doch, wie das geht. So. Take my money, Tabea, sagte Felix. Wir haben Kamehamehaps gefangen. Und dafür bekommen wir weitere fleißige XP. Dadurch ein Level-Up für Kleptifuchs. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Klauenwetzer, dass unser Team schon wieder viel zu OP ist für den Stand, an dem wir uns eigentlich gerade befinden. Kamehaps, neuer Eintrag. Im Kampf greift es mit dem steinharten Horn auf seinem Kopf an. Schreckt der Gegner zurück, schnappt es zu und lässt nicht wieder los. Knapp 10 Kilo wiegt das. Und da steht sogar, wie viele wir bekämpft haben inzwischen. Das ist ja auch ganz geil. Das ist jetzt die Frage. Wollen wir das jetzt... Ich lasse es mal in den BC... Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Pokémon ich am Ende mitnehmen will ins Team. Da muss ich mir mal noch was überlegen. Das hatte gerade so golden geleuchtet. Das war aber kein Shiny jetzt, oder? Das wäre... Ich weiß ja nicht, ob... Also, wenn jetzt... Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Bitte. Miep. Das hat er doch so komisch golden geleuchtet, oder nicht? Kamehaps. Sah super interessant aus, die Entwicklung, die ich kenne. Ja! Entwicklung, die werde ich auch mir anschauen. Hier sind noch ein paar Füchse. Ah, wie machen wir das? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir brauchen übrigens noch einen Loturzel für da unten. Für den Stream, für den Rahmen. Das können wir mal machen, Leute. Solange es das jetzt hier gibt. Dafür haben wir ja den Stream. Genau dafür ist es ja da, dass wir das hier nebenbei machen können. Und jetzt kann ich nämlich... Oh, schnell, 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 schnell. Wenn jetzt die Festplatte noch ein bisschen sich beeilen würde, dann kriegen wir das auch hin. So, Schild. Rahmen. Und da kann ich das nämlich jetzt reinpacken. Das ist schon sweet. Auf der Overworld erscheinen keine Shinies. Das, was geleuchtet hat, erfährst du noch. Ah, Layton, okay. Bestimmt entweder extra große oder kleine Pokémon. Na, einfach gehen wir über. Ja, moinzen, lang nicht gesehen. Du kannst ihm ruhig sagen, dass das Dumbledore-Pokémon stirbt in dem Teil. Was? Was? Nein, Leute, erzählt mir doch nicht sowas. Aber gut, gut, Layton. Das ist sehr gut, dass du das weißt. Perfekt, perfekt, perfekt.
So, ihr bekommt jetzt hier wieder einen schicken, einen Schinken bekommt ihr jetzt hier. Zack, und da ist es. Haha, nice. Wird direkt mit aktualisiert. So gefällt mir das. Layton weiß gefühlt alles. Ja, aber das ist doch genau richtig. So brauche ich es ja auch manchmal, ne? In einem Stream. Das ist dann immer ganz praktisch, wenn man dann sich keine zu großen Sorgen macht. So, wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder wir kämpfen gegen wilde Pokémon oder gegen die Trainerin. Und oh, guck mal, da kommt sogar extra so ein kleiner Balken. So, Mauzi. Alter, Mauzi. Erstmal einen Supertrank gefunden. Also, das feiere ich schon sehr. Bing, bing. Wer niedlich ist, ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Sehr schön. Ist auch mein Motto. Göre Maya. Und diese Göre, die ich meine, die heißt Maya. Kleine, freche, schlaue Göre Maya. Setzt Kamehameha Hubs ein. Die Göre ist einfach ich. So. Unfair, oder? Nicht nur unfassbar schlau, sondern auch unfassbar attraktiv. Meinst du jetzt die Göre? Oder wie? Oder was? Oder meinst du Layton? Wir setzen weiter Zahltag ein. Ich brauche Money. Ich brauche Money, ich brauche Items, ich brauche alles. Mauzi ist einfach der perfekte Rogue aus dem D&D-Kosmos. Layton natürlich, okay. Verständlich. So, nochmal Zahltag. Money, Money, Mauzi. Ich sollte Mauzi Giovanni nennen. Einfach so als kleinen Gag. Das wäre dann das einzige Pokémon mit einem Nickname. Annelle, hallo, Grüße. So, nochmal ein schönes Level-Up. Wir haben seit Ewigkeit nichts mehr mit Hoplo gemacht und das ist trotzdem jetzt Level 10. Unfassbar. Micro Level 9, Wolli Level 7. Sehr schön. Micro Level 9 und Wolli 7, genau. Da gehen die Statistiken hoch und die Göre Maya wurde besiegt. Sehr schickes Outfit übrigens. Vielleicht sollte ich mein Mods überdenken. Das war auf jeden Fall keine starke Leistung. 120 Pokédollar heben wir auf. Sehr geil. Wie ist das Spiel bisher so? Hab gehört, dass es nicht so gut sein soll. Tatsächlich finde ich es sehr gut. Also, es gab halt im Vorfeld sehr viel negative Kritik. Die habe ich auch mitbekommen. Aber inzwischen muss ich doch sagen, dass es mir ganz gut gefällt. Ich habe jetzt noch keine Arena-Kämpfe hier groß gemacht. Aber so vom Einstieg her, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Auch so vom Optischen. Aber bis jetzt passt's. Ist das Mauzi nicht weiblich? Verdammt, sie haben recht. Ich weiß auch, wie praktisch es ist, dass da steht, wie viele Pokémon einer Art man bekämpft hat. 25 braucht man, damit das Pokémon in Shiny auftritt. Was? Und 525, damit die Chance rapide erhöht wird? Okay. Lull. Das ist krass. Interessant. Wie war das vorhin? Luigi, du kommst hier am Tage der Horte, meine Tochter. Ja, ja, genau. Dann finde ich es aber cooler, wenn man einen Shiny auch einfach so finden würde. Also ich weiß noch, als ich Herz Gold gespielt habe und da war ich bei Ducatia City, glaube ich, ist die Stadt, ne, mit Bianca. Und da ist doch der Park, wo du auch das Käferturnier machen kannst oder daran teilnehmen kannst. Und da habe ich tatsächlich einen Shiny Swetbo gefangen. Und hatte halt vorher noch keins, glaube ich. Oder eins aus einem Raupi entwickelt, wenn das da ging, weiß ich nicht mehr genau. Und das ist schon cool, wenn du gleich zu Beginn oder relativ früh im Spiel auf einmal so ein Shiny da fängst. Das, und dann noch bei einem Käferturnier. Das war schon geil. Hat mir schon viel Spaß gemacht. So. Auch wenn ich Mauzi sehr mag. Wir kriegen halt Geld, ne? Und Micro ist halt schon Level 9. So, ja komm, wir spielen mit Mauzi weiter. Gegen Hopp hatte ich keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Wieso lauert ihr eigentlich da so? Der Knirps Dennis. Der Dennis! Oh, schade, ist er schon weg hier. Ich habe mein erstes Shiny getötet, ein goldenes Kleinstein. Ich werde es nie vergessen. Oh Gott, das ist echt bitter. Oh boy. Du musst keines gefangen haben, du musst sie nur bekämpft haben. Ja gut, trotzdem. Also das Prinzip bleibt ja gleich, dass ich nicht das erste gleich als Shiny haben könnte, theoretisch. Und das bedeutet dann wohl auch, dass man hier nicht einfach immer wieder neu starten kann, um Shinies zu bekommen von den Startern, oder? Kann das sein? Weil so war es ja damals. Du konntest ja immer wieder dein Spiel neu anfangen, um dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen Shiny-Starter zu bekommen. Du hast jetzt Steinblut an deinen Händen. Wow. Oh, lol! Alter, One-Hit-KO. Gegen Zensekt.
Sieht aus wie so ein kleiner Wiener Würstchen mit Kopf. Und in Blau. Mauzi Level auf. Nice. Dein Erststarter ist sowieso shiny locked. Oh, wie gemein. Das fand ich damals aber irgendwie geiler. Da kriegst du irgendwie auch so die Wahrscheinlichkeit von wegen 8000 irgendwas. So, ein Klapptifuchs. Da habe ich ja schon festgestellt, so stark sind die nicht. Guck mal hier, 2 KP, das war ein Volltreffer. Also stark ist Klapptifuchs bei Scott nicht. Ich weiß nicht so genau, ob ich das wirklich behalten will im Team. Survival of the fittest, Leute. Muss man ja mal sagen. Zack, bumm. Und tot. Es ist tot. Ich habe es getötet. Nicht besiegt, ich habe es getötet. Loturzel, Level up. Für ihn, für es, für das Loturzel. Und der Knirps Dennis ist ganz traurig. Ich verliere wirklich jeden Kampf gegen Pokémon. Das Trio, kein Bock mehr hier. Okay, sorry. 420 Pokédollar und 130 heben wir auf. Geil, sehr schön. Nice. Nice. So, da hilft nur fleißig kämpfen. Ich sehe da übrigens schon wieder so einen Pokémon-Teppich. Ein Alola-Zickzack. Ein Gala-Zickzack. Ich muss es haben. Ich muss es haben. So, Mauzi. Silberblick ist in Ordnung. Das wird uns ja nicht gleich direkt komplett kaputt machen, oder? Ich brauche das. Was ist, wenn Kratzer jetzt zu stark ist? Ich gehe kein Risiko ein. Loturzel. I'm so sorry. Und Salz ist auch noch ein Erz. Oh no. Absorber. Oder? Absorber macht nicht so viel Schaden. Ich weiß das. Ich bin ja ein guter Pokémon-Trainer. Bitte besieg's nicht. Wow! Und es setzt weiter Silberblick ein. Perfekt. Da gehen wir sogar noch ohne Schaden. Volltreffer. Bumm. KO. X. Pokéball. Fangen. Arigato. Schade. Und 2. Und 3. Und... sehr schön, geil. Die Sounds kommen immer bei mir ein bisschen eher, deswegen ist es nicht ganz synchron, I'm sorry. Erfahrungspunkte erhalten, sehr schön. Zickzacks nehmen wir mit. Zickzacks, das Kleindachs-Pokémon. Es hinterlässt überall ein riesiges Chaos, indem es sich im Zickzack bewegt. Hierbei handelt es sich offenbar um die älteste Form von Zickzacks. Was? Zickzacks kommt nicht ursprünglich aus Höhen, sondern aus Galar? Okay. Das ist okay. Das heißt ja aber irgendwie, es ist deentwickelt. Weil es ist ja nur noch ein normales Pokémon dann irgendwann. In Höhen. Das ist jetzt gemein. Wir haben schon so viele Normal-Pokémon. Es kommt erstmal auf den PC, Leute. Wir werden es später nochmal verwenden. Wir werden auch entwickeln wollen natürlich, ganz klar. Aber, ne? So. Wisst Bescheid. So, und hier hat doch was geblinkt. Hier hat doch was geblinkt. Da. Eine Sprühdose Schutz. Und da sind sie wieder alle versammelt. So, damit wir auch mal ein bisschen mit den anderen Pokémon arbeiten. Unserem Starter zum Beispiel. Das wollen wir auch mal ein bisschen öfter zeigen. Schau mal, da ist die Professorin. Oh Gott, ist die alt. What merkt die Arbeit, Professor? Weeks sie kennen, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax Phantomains gelaftet. Ha. Ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Hier noch diese Brille toll. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe mich gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Ist aber schnell auf dem Bein dafür, dass sie das Ding hat. Die brauchst du gar nicht. Na, da macht sie. Guck, da macht sie es mit der Brille. Da macht sie. Nom, nom, nom. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, Junge. Ja, sehr bescheiden. Dekadent, dekadent. Ich bin Professor Magnolika. Kommt nur mit herein.
Ich finde es irgendwie sehr schön gelöst, dass die Pokémon und Items im Retro-Pixel-Look gehalten sind. Das stimmt. Das, ja, das sind so die kleinen Details. Du hast recht, Felix. Was sehe ich da, Hopp? Dein Wolli hat ja Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst Grimmi sein. Meine Enkelin Sanya hat dir einen Pokédex zukommen lassen. Nicht? Das weißt du, wie kann sie das wissen? Wie? I just want to know. Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Grievy, das Dynamax Phenomenon ist der sichere Begriff, oder? Professor Magnolica erforscht dieses Mysterium nun schon seit einiger Zeit. Jetzt werden wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Das ist mal wieder typisch Delion. Pokémon hier, Dynamax da. Muss ich jedes Gespräch um Pokémon drehen? Ich meine, ich bin selber Professorin seit über 80 Jahren und werde wahrscheinlich gar nichts anderes den ganzen Tag machen, außer mich mit Pokémon zu jagen. Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand. Schau über den Tellerrand. Bergmann, das sind Bergmann-Main, Leute. Magnolica, Bergmann-Main confirmed. Sie schaut über den Tellerrand. Da wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Faszinierend. Sanya hat schon angerufen. Absolut. Entschuldigen Sie, Professorin, aber könnten Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Nein, tu's nicht. Was höre ich da? Willst du etwa nicht, dass Sie daran teilnehmen, Delion? Hopp und Grievy sind erst vor kurzem zu Pokémon-Trainern geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren. Ach so? Aber war es nicht auch dein Traum, dass aus Galar irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Da haben sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt entschieden habe, den beiden Pokémon zu schenken. Wie er da steht! Was ist denn mit dem los, mit dem Typen, ey? Was ist denn mit dem kaputt? Na schön. Ihr sollt eure Empfehlungsbriefe haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Und zwar nicht mit euren Pokémon, sondern Mann gegen Mann. So, nachdem gar nichts anderes... Oh, heil uns auch mal. Magnolica ist mehr Bergmann-Main als Switch of Cups. Das kann ich mir nicht sagen. Coole Sache. Grievy wartet draußen. Oh, da ist der Teppich wieder, Leute. Da ist der Pokémon-Teppich wieder. Ich möchte gerne im Kühlschrank... Kühlschrank mit Kratzspuren. Alter. Tasse Tee, frisches Obst. Kein Fernseher. Schade. Höre Pflanzen gedeihen, muss man sich nach ihren Bedürfnissen richten. Man darf nicht den Fehler machen, ihnen seine eigenen Wünsche aufzuzwingen. Ja, die haben auf alle Fälle viele Pflanzen. Ich finde aber, jetzt mal ohne Flachs und Krümel, so ein Zimmer ziemlich geil. Also wenn ich eine riesen Bude hätte, so ein riesen Haus... Und hätte dann so einen kleinen, sowas hier, so wie ich komme gar nicht auf den Namen. So einen kleinen Wintergarten mit Fußbodenheizung, ne, beheizte Fliesen, dann die ganzen Pflanzen dazu. Das fände ich schon geil. Aber was sind das da für ein Ding? Ist das so zum, machen die so immer Sport so? Oder für kleine nächtliche Professor Magnolica-Spielchen? Kann natürlich auch sein. So, gehen wir mal hier lang, nein, gehen wir mal hoch. Ja, hoch dürfen wir. Bücher, 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 alle sehr anspruchsvoll. Ein paar sogar von Magnolia, Monika geschrieben, von der Monika. Die Moni, man kennt sie. Guck mal, hier liegt der Föhn rum. Eine Rundbürste und ein Föhn wurden hier einfach abgelegt. Einfach so. Unordnung. Schweinerei. Dieses Make-up-Set ist gerade sehr angesagt. Aber das ist doch never... hier wohnt die... Enkelin. Die Enkelin wohnt bei den Großeltern mit im Haus. Okay. Da kenne ich noch jemanden. Der Stream ist jetzt ab 18. So, hier noch eine Garage. Kann ich da was anzünden? Nein, schade. Oh. Oh, der GS-Ball. Guck mal, der GS-Ball. Da, 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 da. Im GS-Ball war also die TM-Gegenstoß. Der Anwender lädt die Attacke auf, handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Okay. Layton, weißt du, ob man TMs hier in dieser Edition ebenfalls wieder mehrfach verwenden kann? So wie bei den anderen. Bei Let's Go Pikachu war das, glaube ich, auch so, dass man die so oft verwenden konnte, wie man will. Da ist auch noch ein Pokéball.
Der leuchtet. Ein Superball. Okay. Sweet. Läden ist einfach PokéWiki. Rapu. So, oh, da blitzelt was. Eine Flasche Tafelwasser. In einem Topf aus Ton für Blumen. Okay. Aber schön. Wir können alles mitnehmen hier. Alles looten. Wollen wir trotzdem in unserem Starter kämpfen? Ja, oder? Obwohl, ich wollte schon ganz gern auch mal mit Micro kämpfen. Yo, check this, Mike. Bin erstmal weg. Schönen Abend noch. Chrysler, vielen, vielen Dank. Der Stream geht auch nicht mehr allzu lang. Also keine Sorge. Du willst diese Empfehlung von Delion doch genauso sehr wie ich, oder nicht? Komm schon, kämpf gegen mich, Greedy. Ja, ja, ja. Lass mal lieber Tabea auf Looten würfeln, ja. So. Sportfrei. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Du hast jede Menge Potential. So will ich auch, dass du der Rivale meines Bruders wirst. Ja, ja, ja. Komm. Lass loslegen. Ich will der Allerbeste sein, aber dafür brauche ich diese Empfehlung, sonst wird das nichts mit der Arena Challenge. Wir müssen Delion in diesem Kampf zeigen, was in uns steckt. Überzeugen wir ihn. Gott, war das schief. Sorry. Los geht's. Komm. Yikes. Jetzt kommt die auch noch mit dazu, die Olle. Den Kampf zwischen den beiden drei jungen Trainern will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Für mich ist jeder Kämpfer eine Chance, etwas Neues zu lernen. Ich meine, nur so kann ich meinen Rivals Delion the Unschlagbar gerecht werden. Liefer mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Lass es anstehen, die Fetzen fliegen. Jetzt geht die Legende von Hobbes so richtig los. Ging die schon das letzte Mal irgendwie los? Ist es laut genug, Leute, eigentlich? Wollen wir das lauter machen? I don't know. Müssen wir mal sagen, ob es zu laut oder zu leise ist. Pokémon-Trainer, hopp. Hopp, hopp. 1D20 Loot. Sehr sweet. So. Oh. Bist du schon ein bisschen stärker geworden? Das werde ich gleich mal überprüfen. Anspannung von Micro wirkt. Die Pokémon auf der gegnerischen Seite kriegen. Ich konnte es nicht lesen. Das geht viel zu schnell. Was kann denn Klauenwetzer? Attackeninfo. Erhöht Angriff und Genauigkeit. Okay. Ah, ich verstehe. Das ist sozusagen eine Combo. Wir setzen also Klauenwetzer ein, erhöhen unseren Angriff und die Genauigkeit. Das stecken wir locker easy weg. Setzen nochmal Klauenwetzer ein. Maiko ist einfach eine Blaumeise. Die haben da nicht mal was geändert. Sie haben es nicht mal versucht. Aber finde ich echt ganz geil. Also, finde ich eigentlich schön. Ich meine, eine Raupi war auch nichts anderes als eine Raupe. Eigentlich schon ganz sweet. So, und jetzt können wir eigentlich richtig reinkloppen. Oh ja. Das haut jetzt ordentlich rein. Ich mach doch meinen Angriff nicht kaputt. Nein, nein. Ich habe mich verklickt. TMs lassen sich beliebig oft einsetzen. TPs kann man nur einmal einsetzen. Die findet man aber schneller oder öfter. Was sind denn TPs? Teleports? I don't know. So, der Piekser reicht aus. Ist sogar ein Volltreffer, Alter. Ein Volltreffer? Ihr seid echt voll bei der Sache, was? Schon ganz geil, so diese kleinen Einsprechszenen. Micro erreicht Level 10. Ja, perfekt. Weißnebel. Ja, das gab es früher auch schon, ja. Verhindert Statushängen für 5 Runden. Ja, warum denn nicht? Ich finde ganz geil. Komm, mal machen. Eine der eher selteneren Eisattacken, die man in Pokémon sieht. Chimpep. Da müssen wir schon mal mit unserem Starter kämpfen, Leute. Ist ja ganz klar. Muss auch mal zum Zug kommen jetzt. Zu diesem großen Finale. Dieses heutigen Streams. Wobei, ich habe da noch was Kleines vor mit euch. Obwohl, habe ich das? Ach nee, ich habe es schon ein bisschen. Na, wir gucken mal. So. Da steht sogar dran, dass es sehr effektiv ist. Das habe ich erst jetzt so richtig mitbekommen. Krass. Bisschen schade eigentlich. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkungen zwischen den Typen ja schon vor der... Ja, es stand da. Da kann ich ja gar nichts mehr falsch machen. Bumm. Sehr effektiv. Ich finde es schön, wie es einfach nicht stillstehen kann, das Hopplo. Hoppla! Wir nennen es einfach Hoppla.
So, ganz viele Level-Ups. Imitator. Ich möchte es sehen. Mit meinen eigenen Augen möchte ich es sehen. Los, Wolli, zeig mal her. Was ist Imitator? Das wird knapp. Aber solche Kämpfe sind genau unser Ding. Und das setzt Mike Wilde. Normalerweise hätte ich erwartet, dass er zum Schluss seinen Starter einsetzt. Aber okay. Kriegt keine Beeren mehr runter. Ah, okay. Imitator, Attackeninfo. Ah, okay. Wow. Ach so, jetzt setze ich nochmal Glut ein. Ach, wie geil ist das denn? Das ist ja der Hammer. Das finde ich echt cool. Technische Platten. Das waren in anderen Generationen auch TM-Attacken. Ah, okay, alles klar. Ja gut, okay, jetzt setzt das halt Silberblick ein. Kann es gerne machen, okay. Ist nicht mein Bier. Ja, dann halt Tackle, ne? Wenn wir eh schneller sind. Was komisch ist, gegen ein Flug-Pokémon sind wir schnell. Alter, der Tackle haut ja rein. Was würdest du eigentlich davon halten, wenn Pokémon wenigstens teilweise eine Sprachausgabe? Fände ich schwierig. Irgendwie, nee, ich bin froh, dass es nicht so ist. Schon alleine für Let's Plays und Streams, weil das sich dann immer so ewig ziehen würde, weil man immer diese Dialoge abwarten muss. So ist das schon besser. Man kann so den Leuten selbst eine Stimme geben. Das hat halt so Charme irgendwie. Das mag ich. Was für eine Enttäuschung, aber wenigstens habe ich in dir einen würdigen Rivalen gefunden. Ja, Gott sei Dank. Gott sei's gesegnet. Dabei hatten meine Würfe diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Deine Würfe? Hä? Du hast jetzt keine Pokémon gefangen. Kämpfe sind echt nervenaufreibend. Als Gewinner rastet man vor Glück aus und als Verlierer verfusst. Aber das ist schon alles okay so. Denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, oder? Ja, mehr oder weniger. Also normalerweise solltest du gewinnen für den maximalen XP, ne? Was für ein Kampf! Greeby, Hop, mir fehlen die Worte. Damit habt ihr euch meine Empfehlung für die Arena Challenge mehr als verdient. Sehr sweet. Hä? Wow. Guck mal, ich habe übrigens ganz viel Geld. Ich gebe euch mal 1000 Euro. Bitte. Bitteschön. Tia, für dich. Felix. Nathan. So, hier noch der Rest. Teilt euch auf. Bitteschön. So. An die YouTube-Zuschauer. So. Empfehlung schreiben, das benötigt wird, um an der Arena-Challenge teilzunehmen. Hat der Dillion ein Schwert-Schild an? Wow, there is the champ time! It's champ time! Champ time! Danke, Dillion. Ich schwöre, ich werde bei der Arena-Challenge voll durchstarten. Man merkt schon, dass ihr noch jung seid und unerfahren, aber dieser Kampf, der hat geschmeckt. Glurak und Egg sind immer noch völlig... Wo ist denn dein Glurak? Du bist sogar nicht da. Hopp, früher hatte ich oft das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensächlichkeiten konntest. Genau, erst auf Nebensächlichkeiten. Ja, die ganze Zeit... Ich will Pokémon-Trainer werden. Ich will der Beste sein. Wow. Der ist bestimmt ganz leicht abzulenken. Wurftechniken für Pokébälle und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun. Ach so, okay. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemerkt zu haben. Dein Kampfstil ist auch unglaublich mit Ryzen, Greeby. Davon will ich mehr sehen. Hast du das gehört, Greeby? Lass uns ab sofort trainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir, Daniel zu übertrumpfen, damit einer von uns der nächste Champ wird. Einer von uns? Wohl eher ich. Vorteil für die nächsten 10 Sessions. Danke, nehme ich gerne und finanziere dadurch gleich weitere Koksladungen für die D&D-Sessions. Genau. Ich bin dabei. Klasse, mit einem Rivalen wie dir fällt mir das Training gleich viel leichter. Alter, was geht mit dem ab? Der Junge hat Koks gezogen, Leute. Oh. Oh, eine... Das war Meteor. Was zum... Boom, Ende. So. Greeby, schau dir das mal an. Ist das nicht dein Wunschstern? Eine Sternschnuppe, meinst du? Es sind sogar zwei. Was für ein Zufall. Hier, kannst du haben. Wollen die YouTube-Zuschauer wollen auch einen? In Galar verstreute Steine, denen eine geheimnisvolle Energie innewohnt. Es wird erzählt, Wünsche gingen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Oha. Mit so einem Wunsch kann man Pokémon Dynamaximizen. Dadurch werden sie riesengroß. Okay.
Diese Folge kannst du auf YouTube liebevoll die Koks-Folge nennen. That is your thing. It heißt Wunschsteinin. Oh Gott. Land nur vor Menschen, die einen angeweiligen, starken Wunsch hegen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Bitte, Junge, egal was du nimmst, nimm weniger. Please. Ich will der Allerbeste. Der Junge hört da echt nicht. Oh, Alter, das. Nee, was ist mit dem kaputt? Junge, beruhigen Sie sich bitte. Jetzt habe ich es mir dreimal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung. Weißt du, was ich da sagen würde? Wenn du es aussprichst, dann geht's nicht mehr in Erfüllung. Was? Nein! Oh, dieser Typ, ey. Diese Familie, diese ganzen Leute. Das ist einfach wow. Wow. Hopp, Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Gala finden kann. Wie praktisch, dass genau zwei zur gleichen Zeit da landeten. Aber so wirst du ihnen ihre geheimen Kräfte sicher nicht entlocken. Würdet ihr beide mir die Wunschsterne für eine kurze Weile überlassen? Die sind nämlich so selten. Auf dem Schwarzmarkt bekommt man Unmengen an Pokédollar dafür. ja, ich muss sie untersuchen, deswegen. So. Im Schlummerwald merkwürdigen Pokémon, dann fallen uns zwei Wunschsterne vor die Füße. Das waren bestimmt Vorzeichen, dass etwas Großes bevorsteht. Eins nach dem anderen, junger Mann. Spar dir deine Energie lieber für morgen, wenn deine große Reise beginnt. Ich wünsche mir Bitches und Koks, um mal schön beim Thema des Streams zu bleiben. Was ist denn hier los? Ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man gern nach Hause. Ich glaube, ich meine das ernst und ich mache das so aus Versehen, so sarkastisch, zynisch. Ihr esst doch noch mit uns zu Abend, oder? Wie sie immer. Gravy, isst du noch bei uns mit zu Hause? Ich bin vor kurzem auch auf den Curry. Was ist denn mit dem Curry los? Erst das T-Shirt mit dem Potrott und jetzt das? Falls ihr mal kosten wollt, falls ihr mal koksen wollt. Und der Typ schon wieder. Wirklich. Ich nehme meinen Tali zurück. So. Wurden wir gerade wieder geheilt? Ich glaube, ja. Hör auf, dir da so durch die Haare zu fahren, Mädel. Wir haben die Nacht hier verbracht. Wo haben wir denn übernachtet? Ich habe nur ein Bett gesehen. Und da war eine gewisse Dame mit drin. Oder nicht mit drin, aber, ne? Die Sanja hat er ja, also, naja, gut. Kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Ihr hattet Abend gegessen und habt offenbar die Nacht zusammen verbracht. Warum fragst du ihn erst jetzt zum Frühstück? Warum? Du hast mit Hopp zusammen im Bett geschlafen. Bei Sanja schaut gleich mal das FBI vorbei. Ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden, kann mich an so gut wie nichts erinnern. Na toll. Ich bin bewusstlos geworden. Ich hatte Sterbensangst. Toll. Wow. Schaut mal, was ich hier etwas... Ich habe hier was für euch, Grievy und Hopp. Noch mehr Geschenke. Wuhu. Lustigerweise wurden die Bewegungen von Tali für Hopp teilweise 1:1 übernommen. Okay. Was ist denn Tali? Wer ist denn Tali? War Tali nicht auch nervig wie Sau? Wer war denn das? Du hast einen Dynamax-Band von Professor Magnolika. Ah, kommt mir ja gar nicht bekannt vor von dieser XY-Variante da. Mega-Evolution. Wenn man sich in der Nähe einer Energiequelle aufhält, leuchtet der darin eingearbeitete Wunschstern auf und ermöglicht die Dynamaximierung von Pokémon. Okay. Tali ist der Rivale in Sonne und Mond. Sonne und Mond, darüber sprechen wir nicht. Das sind die Dynamax-Bänder. Darin sind die Wunschsterne verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Wow, danke. Danke. Gott, ey, Alter, dieser Typ. Ich kann eine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Immerhin lässt es Pokémon riesengroß werden und alles, was riesengroß wird, ist begeisternd. Aber ganz so einfach ist das nicht. Erst müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuallererst solltet ihr herumreisen und euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So füllt ihr auch im Handumdrehen den Pokédex. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von Hopp so richtig in Fahrt. Wie oft will er das noch sagen? Ich bring den um. Oh, ich habe geklickt und habe den Text nicht mehr gelesen. Ipsicom. Hallo und herzlich willkommen zu Ipsicom. Ipsicom eröffnet dir jede Menge verschiedener Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen Spielern. Du kannst Pokémon tauschen, an Pokémon kämpfen, teilnehmen und vieles mehr. Es gibt immer was zu tun. Wenn dich während deines Abenteuers über Ipsicom-Sticker erreichen, bedeutet das, dass jemand über die Kommunikationsfunktion versucht, dich mit anderen zu verbinden. Ach so, das ist die Online-Variante. Ja, schmeckt's. Ich habe einen Zickzack gefangen. Zaubertausch. Kartentausch. Linker. Oh,
das gefällt mir. Ich habe schon auf Instagram von einer, ich sage jetzt mal Bekannten, so gut kennen wir uns jetzt eigentlich noch nicht, aber wisst ihr, manchmal gibt es so Leute, die lernt man kennen und man versteht sich so instant, obwohl man sich noch gar nicht so oft gesehen hat. Und die hat mir schon ihren Kartencode geschickt. Und den kann ich hier dann bestimmt eingeben. Das mache ich dann nach dem Stream. So, wir führen den Pokédex, das ist ganz klar. Wir sagen der lieben Sanja noch Ciao. So, es lässt ja keine Ruhe mit dem legendären Pokémon. Auch das ist in Ordnung. Gigawurf Tinder. Natürlich. So. Und jetzt ist Hopp immer noch da. Ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. So, was? Laura Stern? Tavia hat an Laura Stern getan. Und Ragoon meint, ist schon Zeit für so Sprüche wie: Damit kannst du nicht an den Pokémon deine Maxen. Oh ja. Ganz genau so sieht's aus. Wir sind gute Bekannte. Wir sind gute Bekannte. Gebt mir die Hand. Wir sind gute Bekannte. So. Dich hat sicher auch schon im hohen Gras wie aus dem Nichts ein Pokémon angegriffen, oder? Das lässt sich vermeiden, indem du ganz leise durch das hohe Gras schleichst. Aha. Wenn du das Gegenteil erreichen und unbedingt gegen wilde Pokémon kämpfen willst, dann pfeif einfach ganz laut. Das zieht ihre Aufmerksamkeit auf dich. Falls du vergessen hast, wie man richtig pfeift, verrate ich dir einen Trick. Probier einfach mal auf den linken Stick zu drücken. Was für ein Stick? Ich pfeife mit meinem Mund, Hopp. Und übrigens, ab jetzt zählt Screeby. Wer die meisten Pokémon fängt, gewinnt. Ich dachte, wer der stärkste Trainer ist mit dem stärksten Team. Wenn wir beide den Raspberry-Bahnhof erreicht haben, vergleichen wir, wer mehr hat. Du weißt ja, welchen Bahnhof ich meine, oder? Den, an dem wir meinen Bruder abgeholt haben. Ja, in Raspberry. Wir kommen von dort. Oh. Oh, hier. Gelb. Gerade geleuchtet. Golden. Kein Shiny. Ich pfeife immer mit einem Stick. Erstmal Stealth Rollen. So, ich kriege keine Bären mehr runter. Das ist aber nicht so schlimm. Und ich möchte nochmal den Clownwetzer einsetzen. Weil ich diese Kombi eigentlich ziemlich geil fand. So. Und jetzt hauen wir mal Überheblichkeit raus. Ja, so viel Schaden macht das jetzt aber auch nicht, ne? Das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, was macht denn der Piekser? Wie viel haut denn der raus? War ungefähr gleich. Also das lohnt sich jetzt nur so halb. Aber gut, der Piekser macht auch 35 Schaden und das andere, glaube ich, 20 und erhöht sich ja auch nur. Naja, egal. Du bist eine Pfeife und ein Stick. Ich erhalte 140 Watt. Ah, dafür ist das da. Aber ihr Lieben, wir haben erfahren, Watt. Wir können jetzt speichern. Spiel speichern. 2 Stunden haben wir jetzt schon gespielt, knapp. 9 Pokémon bereits entdeckt. Und da könnten wir noch. Komm, das fangen wir noch schnell zum Abschluss. Watt. Watt hast du erhalten? Ich weiß es ja nicht. Wir fangen jetzt noch schnell das hier. Und dann soll es das auch gewesen sein. Auf der Gegend. Piekser, komm. Wahrscheinlich lohnt es sich sogar mehr, wenn ich Silberblick einsetze und dann Piekser. Leute, bitte haltet kurz inne. Ich muss kurz AFK gehen. Oder, nee, Moment, vielleicht, ja, Moment, wie ging es hin? Ich will es doch nur fangen. Watten dat, datten wat. Korrektes Deutsch habe ich auch nicht mehr. Nee, ich habe ihn nicht mehr. Ich will es gerade nur noch fangen. Haben wir jetzt schon eins? Wir haben schon eins, ne? Ich glaube, oder habe ich das besiegt? Ich hatte es besiegt, ne? Kann es sein? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es echt vergessen. Innerhalb von einer Stunde habe ich vergessen, ob wir es gefangen haben oder nicht. Da drin. Du hast das schon. Okay. Dann haben wir es eben nochmal. Dann haben wir es eben nochmal. Mauzi erreicht Level 10, Loturz Level 10, Maiko Level 11. Unser Hopplo muss mal wieder weitergelevelt werden. Aber das machen wir nicht jetzt, sondern das machen wir beim nächsten Mal. Sondern, ja, genau. Und ich bedanke mich vielmals. Ich speichere nochmal hier ab. Und das ist es gewesen mit dem heutigen Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beziehungsweise, wenn ihr auf YouTube eingeschaltet habt, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt auch sehr gerne auf Twitch selber vorbeischauen. Täglich, 19 Uhr wird gestreamt. Wenn ihr jetzt hier aktuell gerade seid von den
von den Folgen her auf YouTube, dann kann es natürlich sein, dass wir im Stream schon viel, viel weiter sind. Das lässt sich dann nicht vermeiden. Dann müsst ihr selbst abwägen, wie ihr es gerne handhaben wollt, ob ihr weiterhin hier auf YouTube gucken wollt oder auf Twitch. Oder beides. Auch geil. Ansonsten schaut auch gerne beim nächsten Mal rein. Es gibt auch ein Star Wars Let's Play, könnt ihr auch gerne reinschauen.